Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Aufgebraucht-Video von mir. Und zwar zeige ich euch heute, was ich alles so an Beauty-Produkten im Juni aufgebraucht habe. Es ist wieder einiges geworden, wie ihr hier sehen könnt. Das ist noch nicht mal alles, weil es hat nicht alles reingepasst. Und wir starten dann auch gleich direkt mit diesen beiden Produkten. Das sind zwei Haarpflegeprodukte, die ich aufgebraucht habe. Und zwar haben wir hier einmal von Schauma das Repair- und Pflegeshampoo mit Kokosextrakt. Da habe ich euch letzten Monat bereits die Spülung gezeigt und jetzt habe ich das Shampoo aufgebraucht. Das mochte ich tatsächlich sehr gerne. Die Spülung, hatte ich ja erzählt, die würde ich mir nicht nachkaufen, weil ich da die Pflegewirkung nicht ausreichend für meine trockenen Haare fand. Aber hier, um die Kopfhaut zu reinigen, fand ich das wirklich sehr gut und würde ich mir gegebenenfalls vielleicht auch nachkaufen. Als nächstes habe ich eine Haarmaske aufgebraucht und die ist von The Body Shop aus dieser Bananenreihe und die mochte ich wirklich sehr, sehr gerne, vor allem auch wegen dem Duft. Da kann ich euch aber auch die komplette Reihe empfehlen, also sowohl die Haarmaske als auch das Shampoo und die Spülung, die sind alle wirklich top. Machen wir weiter mit Kosmetikprodukten, die ich auch gebraucht habe. Unter anderem mein heißgeliebtes Chanel Poudre Universelle Libre in der Farbe 30 Naturell und ich liebe es. Das ist, was loses Puder angeht, einfach mein absoluter heiliger Gral. Also ich kaufe auch immer wieder das hier nach. Ich habe auch schon andere Puder ausprobiert, aus dem High-End-Bereich, allerdings nur dieses hier. Ich bin schon am Überlegen, mir vielleicht mal das von Laura Mercier zuzulegen, aber dann habe ich natürlich wieder die Bedenken, dass es mir dann nicht so gut gefällt und gebe dafür sehr viel Geld aus. Deswegen bin ich mir noch nicht sicher, aber das hier wird auf jeden Fall nachgekauft. Aktuell verwende ich ein anderes loses Puder, aber das gefällt mir leider nicht so gut wie dieses hier. Dann habe ich es tatsächlich mal geschafft, einen Nagellack aufzubrauchen und das kommt bei mir wirklich nur ganz, ganz selten vor. Das kann man wahrscheinlich sogar an einer Hand abzählen, wie viel Nagellacke ich in meinem Leben aufgebraucht habe. Das hier ist ein Nagellack von Maybelline aus der Color Show Reihe und zwar The Blushed Nudes. Die Farbe heißt Dusty Rose. Das war eine Limited Edition und gibt es leider so nicht mehr. Darüber bin ich sehr, sehr traurig, weil das war wirklich eine wunderschöne Farbe auch für den Alltag. Ein weiteres Produkt, was ich auch über alles liebe, ist diese Mascara hier. Das ist die Mega Volume Miss Hippie Mascara von L'Oreal und ich weiß nicht, wie oft ich sie mir schon nachgekauft habe, aber ich liebe sie. Sie ist wirklich super. Aktuell habe ich andere Mascaras von L'Oreal in Verwendung, die ich auch sehr gerne mag, aber das hier ist auf jeden Fall eine, die ich mir immer wieder nachkaufen würde. Eine kleine Reisegröße darf natürlich auch nicht fehlen, die ich auch gebraucht habe und zwar ist das von Guerlain. Ich kann den Namen leider nicht aussprechen. Radiance Concentrate with Pure Gold. Das ist so ein transparenter Primer, wo so kleine Goldpartikel mit drinnen sind. Das kann man jetzt hier wahrscheinlich nicht sehen, weil da ist noch ein ganz kleines bisschen was drin. Das kriege ich aber leider nicht raus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist einer der schlechtesten Primer, die ich bisher getestet habe. Und für diesen Preis würde ich ihn mir auf gar keinen Fall als Full Size kaufen. Dann habe ich auch mal wieder Reinigungstücher aufgebraucht. Und zwar sind das meine Liebsten, die Nivea Micellen Reinigungstücher. Und da ist so ein süßes Bambi drauf. Reinigungstücher kaufe ich mir eigentlich nicht mehr so oft. Allerdings, wenn ich auf Reisen bin oder irgendwie woanders übernachte, dann kaufe ich mir die halt doch mal nach, weil das halt einfach schneller geht, sich damit abzuschminken. Aber ansonsten so für zu Hause werden die nicht mehr verwendet. Dann habe ich auch mal wieder zwei Handcremes aufgebraucht. Und zwar sind das beides welche von koreanischen Marken. Einmal von Tony Moly aus der Pokémon Edition, die Evoli Handcreme. Wenn ich mich recht erinnere, hat die nach Vanille gerochen. Und dann haben wir hier einmal eine von The Seam oder The Sam, eine Handcreme in Peach Blossom. Und hier habe ich den Duft total geliebt. Die habe ich mir damals in Korea gekauft. Genauso wie diese hier auch. Pflegewirkung ist ganz okay. Wenn man trockene Hände hat, wird die Pflegewirkung nicht ausreichen. Aber ansonsten sind die wirklich top. Die kann man, glaube ich, nachkaufen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und das war ja, wie gesagt, eine Limited Edition. Die gibt es leider nicht mehr. Ein paar Gesichtsmasken habe ich auch wieder aufgebraucht. Unter anderem diese hier von Schäbens, die Hyaluron Hydrogel Maske Mega Booster. Die habe ich euch auch schon mal gezeigt und die liebe ich. Das Besondere daran ist, dass die ja sozusagen die perfekte Passform hat, dadurch, dass es zwei Teile sind und die spendet der Haut wirklich intensive Feuchtigkeit und polstert irgendwie auch auf. Also nach der Anwendung fühlt sich die Haut direkt pralle an. Also ich verwende die total gerne und kann sie euch auch sehr empfehlen. Ebenfalls von Schäbens habe ich diese Gesichtsmaske aufgebraucht. Das ist die Clean and Care Maske, die Poren verfeinern soll und intensiv pflegt. Das ist so eine schwarze Maske
und die mochte ich auch sehr gerne. Sie reinigt sehr gut und die Haut fühlt sich danach auch gepflegt an. Allerdings, ob sie jetzt die Poren verfeinert, kann ich nicht sagen. Also ich habe da jetzt nichts feststellen können. Dann bin ich super traurig, dass ich diese Sonnenpflege aufgebraucht habe. Und zwar ist das die von Innisfree, die Aqua UV Protection Cream in 50+. Die habe ich jetzt schon das zweite Mal aufgebraucht und die werde ich mir definitiv auf jeden Fall wieder nachkaufen. Ich hoffe, es gibt sie noch. Ich habe mir jetzt allerdings diese von DM nachgekauft, die so viele empfohlen haben, die von Sundance, aber die ist zwar gut, aber die weißelt mir einfach zu stark, deswegen bin ich nicht so richtig überzeugt von ihr, auch wenn anscheinend die Inhaltsstoffe ja wirklich gut sein sollen. Ich achte ja persönlich nicht so auf Inhaltsstoffe, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob die von Innisfree etwas für euch wäre. Müsst ihr halt einfach mal nachschauen, aber wie gesagt, unabhängig davon, die weißelt nicht, zieht schnell ein und die finde ich wirklich einfach super. Nun kommen wir auch schon wieder langsam zum Ende. Eines der letzten Produkte, die ich aufgebraucht habe, sind diese beiden. Das sind von Mia Care die Acne Patches. Einmal für den Tag und einmal für die Nacht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so wirklich, was der Unterschied ist. Ich mochte sie auf jeden Fall beide total gerne. Ich habe auch schon andere Marken getestet und das hier sind einfach die besten, weil dieser Sticker an sich nur hauchdünn ist und den sieht man halt nicht so wie von anderen Marken zum Beispiel. Deswegen werde ich mir diese hier auf jeden Fall auch wieder nachkaufen. Das vorletzte Produkt, das ich aufgebraucht habe, ist von Clinique, die All About Ice Rich Augencreme. Mochte ich sehr gerne, allerdings finde ich die normale Variante besser. Werde ich mir allerdings erstmal nicht nachkaufen, weil ich jetzt aktuell eine andere teste. Ich habe mir eine ja von La Roche-Posay gekauft, als ich in Frankreich war. Die finde ich auf jeden Fall auch sehr gut und was ich an der einfach lieber mag, ist, dass die in einer Tube kommt und man halt nicht diesen unpraktischen Titel hat. Das allerletzte Produkt, das ich im Juni aufgebraucht habe, waren diese Plotting Papers hier, die in dieser hübschen rosanen Verpackung kamen und zwar von einer japanischen Marke Hanaya, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Die habe ich mir damals in Japan gekauft und fand ich richtig gut, aber die wird man wohl nicht nachkaufen können. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wo ich die gekauft habe, aber Blotting Papers sind eigentlich alle relativ ähnlich, wie ich finde, deswegen kann man sich da einfach auch irgendwelche kaufen. Und das war es auch schon wieder mit meinem Aufgebraucht-Video für den Juni. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Hinterlasst mir doch gerne mal in den Kommentaren, welche Produkte ihr im Juni aufgebraucht habt oder ob ihr eines dieser Produkte kennt oder sogar selbst verwendet, die ich jetzt aufgebraucht habe. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!